Weiter geht's bei Railway Empire auf dem Weg zurück nach Dresden. Und ich bin gespannt, wie unsere Geschwindigkeit hier sein wird. Und danach gucken wir uns nochmal die Brauerei an. Reicht der Hopfen? Wir brauchen noch mehr Züge. Ich will unser gulutes Berliner Kindl in der ganzen, im ganzen, ja, nach aktuellem Deutsch, also in der aktuellen Zeit wäre es ja sogar im Deutschen Bund verteilen. Da gibt es auch nicht mal ein Deutsches Reich. Wunderbar. 68 schaffen wir. Oh Gott, ist das hübsch. Guckt euch das mal an. Ist das der Wahnsinn? Mit dieser kleinen Brücke, die da übers Tal führt. Oh, Wahnsinn. Wow. Also der Ausblick da hinten entschädigt für den hohen Zugpreis. Okay, hier kann ich es auch verstehen, warum wir denn jetzt Endeffekt aufgeschüttet haben. Ist auch okay, passt. Die Brücke hätte man eventuell auch anders hinkriegen können, aber okay. Ach, sehr schön. Achtung, Zug fährt ein. Und Einfahrt in Dresden an Gleis. Na, wo fährt er hin? Gleis 1, 2, 3. Gleis 2. Und da sind wir. In Dresden. Sehr schön. Ah, wunderbar. Übrigens, den Zug werde ich direkt erweitern. Er kann einmal bitte direkt nach Leipzig weiterfahren und danach nach Dresden. Also Dresden, Moment, also Dresden nach Prag. Von Dresden nach Prag. Von Prag nach Dresden, Leipzig. So, jetzt haben wir es. Nur Passagiere und Post bitte. Dann haben wir ein minimal höheres Passagieraufkommen. So. Okay. Dann verdienen wir auch ein bisschen mehr, weil er dann ein bisschen mehr anfährt. Passt. Okay. So. Wie sieht es hier aus? Brauerei. Da wollten wir nochmal gucken. Wir haben keinen Hopfen auf Lager. Wir haben eine Produktion von aktuell Auslastung. Also die Auslastung sieht gut aus. Frage ist, ob wir hier nochmal Auslastung 48%, fast 100% immer, dann können wir die sogar vergrößern, wa? Industrie ausbauen, 400.000, machen wir. Und ich würde sagen, die Bäckerei können wir auch ausbauen. Die Frage ist halt, was hat denn jetzt Berlin hier? Die haben Hopfen genug, die könnten sogar noch mehr Hopfen gebrauchen, wa? Keine Nachfrage. Verbrauch 4,6. Puh. Wir könnten noch mehr Hopfen für noch mehr Bier hinschicken. Das würde klappen. Kostet 400.000. Und 2 auf verdoppelte Produktion. Ja, das kriegen wir. Ich bin überzeugt, dass wir das wegkriegen. Goldfunk in Kalifornien. Okay, das ist weit weg. Okay, so. Dann, wo ist unser Hopfenzug? Ist das der hier? Nee. Wo ist unser Hopfenzug? Wir gucken einmal nach Berlin. WD Werder nach Brandenburg. Der müsste das sein, ne? Ja, genau. Dann würde ich tatsächlich einen exklusiven Hopfenzug jetzt nochmal einrichten. Den
kopieren wir uns nicht. Aber wir haben in der Forschung was fertig. Und... okay, schade. Haben wir noch nicht. Kriegen wir aber gleich. Dann lassen wir mal weiterlaufen. Und werden uns jetzt hier eine neue Zuglinie einrichten mit der Rhein. Wachmann. Macht hier, glaube ich, keinen Sinn. Und du fährst bitte von dort nach Berlin. Nur Fracht in Werder bitte. Hopfen und in Berlin tatsächlich nix. So. Passt. Gut. Dann liefern wir jetzt hoffentlich die doppelte Anzahl an Hopfen dahin. Dann sollte das passen. Wunderbar. Was haben wir hier? Ein Zugbegleiter. Haben wir alle voll. Okay, dann ist Brandenburg versorgt. In Berlin wird auch produziert. Gibt es denn genug Hopfen? Oh ja, das ist eine gute Frage. Ja, das, oh ja, ihr habt recht. Moment, Werder nach Berlin? Wieso nimmt der Getreide mit? Das ist jetzt so aber nicht geplant. Wir haben eigentlich gesagt, Priorität hat Hopfen, ne? Schade. Na gut. Wir haben Priorität eingestellt. Okay. Ja, wir sollten auch hier ausbauen. Für 400.000. Wir haben ja im Moment genug Geld. Dann bauen wir den auch gleich aus. Dann werden wir hier auch genug Hopfen produzieren. Sehr schön. Und jetzt, genau jetzt, haben wir unsere Forschung abgeschlossen für unsere neue Lokomotive. Naja, okay, gut. Machen wir beim nächsten Mal. So, der Zug ist angekommen. Jetzt möchte ich niedrige Zugspannung. Haben wir hier Wartungsgebäude? Ja, einmal ein Wartungsgebäude. Da haben wir, glaube ich, auch eins, ne? Genau. Gut, haben wir. Als nächstes möchte ich gerne einen Zug fahren lassen von Berlin nach Magdeburg. Das wird dann unser Zug sein für... Na, was haben wir denn da? Für unser Berliner Kindle. Die Frage ist, können wir irgendetwas von Magdeburg mitnehmen? Professor? Moment. $320 für 80. Also das ist mir jetzt tatsächlich ein bisschen zu viel. Das ist mir jetzt wirklich zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Und gucken hier mal rein. Laufende Anleihen brauchen wir nicht. Industrie steht in Basel. Basel ist so weit weg. Bäckerei in Basel brauchen wir nicht. So, Lokomotive wegen Schnee verlangsamt. Jetzt würde ich aber tatsächlich... Okay, dann geben wir erst für was anderes aus. Das Geld. Wir schauen mal, was wir noch haben. Vorgefertigte Brückenteile. Reduziert den Verbrauch. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Erhöht die Anzahl der Passagiere in jeder Stadt und in deinem Unternehmen um 4%. Das ist auch gut. Das hat sie. 58,45. Das macht keinen großen Sinn. Erlaubt bei Zügen die Verwendung des Dienstwagens und erhöht dadurch die Boni aller Mitarbeiter um 20%. Wow. Was haben wir hier? Speisewagen. Erlaubt bei Zügen die Verwendung eines Speisewagens, erhöht dadurch die Ticketeinnahmen um 20%. Wow. Dann würde ich sagen, sparen wir auf den Zweig hier und schalten uns erstmal den Zweig hier frei. Weil die Lokomotive, den Iron Duke, brauchen wir nicht. Also der ist überflüssig. Wir sparen mal auf den Zweig hier. Das würde ich jetzt tatsächlich als nächstes nehmen. Okay. Niedriger Zugstand. Achso, ja, das wird wahrscheinlich der gleiche Zug sein, ne? Wartungsgebäude haben wir. Passt. So, dann Zug bitte. Einmal eine Rhein. Du fährst bitte von da los. Mit Bier.
und bringst das nach Magdeburg und von da bitte ohne Waggons wieder zurück. So, und in Magdeburg brauchen wir noch mehr Bier, bitte. Sehr schön. Ich habe mir das Spiel heute geholt. Was spielt man eigentlich? Kampagne oder Szenarien? Ich glaube, es ist alles relativ gleich gut. Also, die Kampagne habe ich festgestellt, sind so ein bisschen eher in geht ist so ein bisschen Richtung Tutorial. Kann man machen, kann man auch sein lassen. Ich persönlich habe mit einem freien Spiel angefangen und mich da reingedacht und gearbeitet. Und übrigens, Dabuzi, vielen Dank für dein Follow. Ist für mich persönlich, ich mag, ich ist immer eine persönliche Sache. Ich bin nicht so der Kampagnenspieler, ich bin eher so der freie Spieler bei solchen Spielen. Das mag ich einfach lieber. Die Kampagne ist nicht schlecht, ich habe es immer angespielt. Ich mag das freie Spiel lieber, weil dann man da einfach ein bisschen mehr experimentieren kann mit den Einstellungen und sowas. Und das ist hier ein freies Spiel mit dem Deutschland-DLC auf logischerweise der Deutschland-Karte mit den höchsten Einstellungen. Und dass er hier tatsächlich keine Strecke hat mit. Also, dass er keine Expressstrecke hat, das wurmt mich. Jetzt müssen wir noch zwei Dinge machen. Und tatsächlich mal keine Sachen, neuen Züge. Wir werden diese Strecke hier umbauen. Das hätte ich jetzt so. Also, ich hätte schon erwartet, dass hier eine Expressstrecke macht, aber hat er nicht gemacht. Deswegen müssen wir hier entweder einen Tunnel bauen oder eine Brücke. Das werden wir dann mal sehen und mal testen. Und wir bauen jetzt als allererstes hier Berlin um. Weil dieser Zugverkehr hier in Zukunft, das wird sonst nichts. Aber erstmal da bitte. Aber seit dem Zweig machen wir erstmal weiter. So, jetzt tatsächlich nochmal in die Pause. Jetzt reißen wir das und das ab. So. Wir gehen von da einmal nach dort. Gucken, ob das klappt, so wie ich mir das vorstelle. Das passt sehr schön. Dann den auch nach dort. Na? Den einmal nach da, bitte. Ah, okay. Das wird dann schwierig, das da ranzuführen, ne? Ich hoffe, das klappt noch. Ah, das wird hier jetzt zu eng. Da müssen wir wahrscheinlich die Einbindung auch nochmal komplett umbauen. Ja. Wir machen das. Wir haben genug Geld. Aber das wurmt mich hier immer und immer wieder. Also das bauen wir jetzt erstmal vernünftig um. So, dann dort. Und dort. Jawohl. Nehmen wir hier ein Stückchen geradeaus. Und jetzt nach da. Hier ein Stückchen geradeaus und da rein. Okay, so, dann können die Züge, die von hier kommen, da lang fahren und dann auf die Gleise wechseln. Dann bauen wir hier vorne nochmal einen Gleiswechsel hin. Die Frage ist, der hier, kann der auf alle Gleise rüberkommen? Dahin, dahin und von hier nach da, passt. Und jetzt bauen wir den. Daran, was da an der Ecke wieder nicht passt. Okay, komm. Dann reißen wir das nächste Stückchen ab. Das nicht. Wir setzen hier vorne bitte ein Signal. Ein Punkt. Und dann noch ein. Ah, schade. Erst den. Und dann das Stückchen. Das reißen wir auch weg. Jawohl. Einmal dahin bitte. Ja, sehr gut.
Einmal daran. Wunderbar. Signale haben wir da eins. Das Signal macht jetzt nur wahrlich keinen Sinn mehr. Obwohl das so... doch, das sollte man schon... lassen. Also wir brauchen auf jeden Fall hier ein Signal, das in die Richtung geht. Und da ein Signal, was in die Richtung geht, damit wir das schon wissen, dass das da lang führt. Das reißen wir hier ab. Und machen da unseren Versorgungsturm hin. Dahin. So, gucken wir hier nochmal. Das sollte auch passen, das sollte auch passen. Dann haben wir hier ein Ausgangssignal. Das machen wir auch weg. Passt. So, jetzt hoffe ich, dass das funktioniert. Ja, sollte passen. Wunderbar. So, jetzt muss ich tatsächlich nochmal mit einem kleinen Schluck zu trinken einschütten. Wenn es denn jetzt hier weitergeht. Ich bin im Baumenü. Ja, ich bin im Baumenü. Okay. Jetzt aber. Jetzt gucken wir mal, dass das hier funktioniert. Jetzt bin ich mal gespannt. Dankeschön, Dabuzi. Und so, er fährt hier lang. Passt. Er da lang. Sehr schön. Panne niedriger Zugstand. Aber er hat doch hier... Nix. Doch, da. Ernsthaft. Wartungsgebäude hat er da auch. Erpresserbrief. Ja, bezahlen. Wir haben genug Geld. Wir haben doch überall ein Wartungsgebäude. Wir haben da... Komm, dann machen wir hier im schlimmsten Fall auch nochmal so ein Ding hin. Machen wir das irgendwie auch noch hin. Das ist natürlich ärgerlich. Was blockiert jetzt hier einfach mal alles? Na gut. Was ist er hier für einer? Berlin-Magdeburg-Asler. Gut. Nächstes Thema ist hier unten die Strecke. Ja, ich hätte tatsächlich gedacht, dass das funktioniert. Es soll so nicht sein. Schade. Aber das machen wir in mehreren Zügen. Ich möchte also in mehreren Etappen. Ich möchte dann von hier aus gerne eine neue Strecke bauen. Die dann tatsächlich da reinführt. 19% Steigung. Na, das ist doch nix. Also, wir bleiben mal hier und gehen hier mal in eine Brücke rein, bitte. 153% Steigung. Ist er sich sicher, dass da einer langfahren kann? Ich würde sagen, wir machen da mal ein bisschen mehr Steigung. Und 5% ist tatsächlich sogar ein Wert, mit dem man, den ich gar nicht so schlecht finde. Da ein bisschen runter und da. Okay, da können wir nicht weiter runter. 4% ist natürlich heftig. Kann man noch irgendwas machen? Ah, wir kommen auf 3%. Nicht wirklich. 2, dann haben wir da 3. Okay, am Ende des Tages ist es egal. Und das würde uns 500.000 kosten. Nee. Was kostet denn da einen Tunnel reinzubauen? Gehen wir mal ein bisschen runter mit dem ganzen Krams. Wäre ein bisschen günstiger. Na, nach unten bitte.
Wahnsinn. Wir haben hier 5%. Ja, das wird das Tunnelproblem sein hier, ne? Ja, da wird mehr Tunnel gebaut. Kommen wir hier noch irgendwie wieder hoch? Nee. Fastback 24, 42. Vielen, vielen Dank für dein Abo. Dankeschön. Und natürlich auch vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Ach, schade. Das ist, na, das wird leider nichts. Na, oh Gott. Nein, 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 nein. Falscher Knopf. Ey, du ahnst es nicht. Planung löschen. Heidewitzka. Jetzt hätte ich hier fast ein, jetzt hätte ich hier fast ein. Komm, jetzt, also jetzt bin ich echt fast in Schwitzen gekommen. Ganz ehrlich. Okay, gut. Erfinder. Moment. 151 für 80. Das nehme ich. Das lasse ich mir gefallen. Das passt. Ja, die Frage ist nur, was machen wir hier? Das Problem ist, diese Strecke wird niemals eine Schnellstrecke sein können. Wir könnten hier die komplette Strecke abreißen. Und dann könnten wir hier komplett von hier vorne in eine Brücke investieren oder in einen Tunnel. Wobei, wenn ich das hier sehe, ist wahrscheinlich, wenn wir komplett hier vorne anfangen, ganz langsam hier runter und gleich hier weiter, vielleicht der Tunnel die bessere Idee. Aber da müssten wir alles abreißen. Und wenn ich überlege, dass da fast 1 Million für drauf geht, dann werden wir da erstmal ein bisschen für sparen. Das ist immer das Problem, wenn man so eine Strecke nicht von vorne reinbaut, weil man halt auch nicht das Geld hat. Dann muss man irgendwo immer Kompromisse eingehen. Und das gefällt, also das gefällt mir definitiv nicht. Aber wir bauen erstmal grundsätzlich weiter und schauen mal, und das hat er ja auch gesagt, die Städte müssen natürlich auch wachsen. Ja? Und ich würde daher gerne Holz liefern. Wir haben nämlich hier hinten das Holz und ich weiß gar nicht, das gehört uns. Das werden wir mal ausbauen. Zack. Und ich würde tatsächlich gerne das Holz von hier, das liefern wir schon nach Leipzig, glaube ich, und Dresden. Wir schauen mal. Hier gibt es einmal Holz nach Leipzig und Dresden. Genau. Und das würde ich jetzt auch nach Magdeburg liefern. Aber die Frage ist, wann das hier, oder ob das hier alles passt. 100%, okay. Der versorgt die beiden auch noch. Wo kommt denn das Holz von hier her? Die haben gar keinen Anschluss. Oh, das ist ja gut. Das ist echt nicht schlecht. Das heißt, er würde nach Magdeburg fahren, Brandenburg und Berlin. Da könnten wir 3 Züge... Das ist toll. Jetzt haben wir hier unheimlich viele Lokführer wieder bekommen. Ich würde sagen, das machen wir gleich. Wenn wir nämlich dabei sind, unsere Züge zu bauen, das finde ich gut. Rodungsfläche nahe Zürich, brauchen wir nicht. Und da fangen wir jetzt auf jeden Fall mit an. Wir brauchen 9 Zug, bitte. Eine Lokomotive. Wir nehmen die rein. Ein Lokführer. Was kann er? 6% schneller. Nehmen wir. Wachmann. Frachtpreise und Frachtpreise passt. Okay. Er wird bitte da losfahren und einmal Holz nach Magdeburg liefern. Beladung bitte mit Fracht. Hier einmal Holz priorisieren und leer zurück. Ist die Frage, ob wir hier einfach... Komm, wir sagen mal, wir nehmen nochmal 2x Bier mit. Wenn die da ein bisschen was haben. Obwohl, nee, das macht keinen Sinn. Nein, das macht ja keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Alles verbieten. Fährt bitte langsam zurück. Okay, WD Holz. Das wird bitte nur Holz aus Leipzig. Nach Magdeburg. Passt. Wunderbar. So, das ist Zug Nummer 1. Er steht hier und dampft jetzt leer los.
Wie bitte? Du sollst Holz mitnehmen. Ernsthaft? Echt, du fährst jetzt leer dahin? Wirklich? Also bitte Holz mitnehmen? Was hat er hier für ein Problem? Moment, da ist, hat irgendwas mit dem Typ nicht gepasst. Echt? Ach, die mögen sich. Oh. Ernsthaft? Hm. Da musst du leider. Komm, dann darfst du jetzt gehen. Ja. Das müssen wir mal beobachten. Aber jetzt machen wir noch einen neuen Zug. Zufällige Panne. Also das mit diesen zufälligen Pannen ist heftig, ne? Wir machen nochmal einen nach Berlin. Und da gehen wir jetzt nochmal kurz in die Pause. Da bin ich mal gespannt, ob das genauso funktioniert. Lokführer. Wir nehmen dich bitte. Zuglinie. So, einmal da. Da. Und da. Wir nehmen Holz mit. Holz bitte. Fahren nach Berlin. Nehmen Bier mit. Fahren nach Leipzig. Laden das Bier aus. Und fahren leer zurück. So. Und das ist einmal. Holz von Leipzig nach Berlin. So, das ist halt echt eine gute Frage, ob genug Holz da ist. Aktuelle Auslastung 0%, also sollte er genug haben. Und Berlin sollte auch definitiv Holz gebrauchen. Ernsthaft? Echt jetzt? Schweine? Wirklich? Ich habe ihr gesagt, du sollst Holz priorisieren, du lädst Schweinchen ein. Oh, Leute. So, was machst du? Wird gewartet, Holz nach Leipzig? Ja. Wo ist der kleine leere Zug, der nach Magdeburg gefahren ist? Ach, weil wieder. Ich habe vergessen, Holz einzustellen. Ja, das kann ja dann nicht funktionieren. So. Einmal Holz einstellen. Und das sollten wir in Berlin auch machen. Einmal Holz, bitte. So. Panne niedriger Zustand. Der macht echt miese. Okay. Na gut, aber wir verdienen genug Geld. Dann sollte das jetzt hoffentlich passen. Jetzt haben wir hier Holz drin. Dann machen wir hier in Brandenburg auch gleich noch Holz rein. So. Und da machen wir jetzt den nächsten Zug. Zufällige Panne. Also die haben aber auch echt oft Pannen, diese Züge, ne? Aber wir haben überall Wartungsgebäude drin. Dann machen wir da sich jetzt aber auch nochmal eins rein. Haben wir auch eins drin. England mit Festland vereint. Seekabel durch den Ärmelkanal. Ja, das war damals eine große Leistung, muss man sagen. Die ersten Seekabel. Ich glaube, die sind nach einer Woche oder so kaputt gegangen, weil Salzwasser in die Isolatoren eingedrungen ist. Aber hey, mein Gott, man hatte ein Seekabel. Der nimmt jetzt echt Schweine mit, ey. Kannst du nicht Holz mitnehmen? So wie ich es dir gesagt habe. So, der letzte Zug. Einmal die rein, bitte. Ein Heizer. 20% reduzierte Wahrscheinlichkeit für einen Ausfall. Nehmen wir. Als Wachmann hätten wir beide 5%. Egal, nehmen wir sie. Okay. Zuglinie einrichten. Also, wir fahren einmal hier los. Brandenburg und bring dort bitte Holz hin. Keine Schweinchen, nur Holz. 8 Waggons. Passt. Und wir fahren bitte leer zurück. Und, obwohl, Moment. Die haben Würstchen. Da brauchen sie nichts.
Passt. So, und jetzt nehmen wir uns den Zug auch nochmal vor. Und ändern das hier bitte auch in keine Schweinchen. Da sollen bitte, beziehungsweise, wenn er Schweinchen mitnehmen will, vielleicht hat er zu wenige. Moment, da müssen wir nochmal kurz gucken. Berlin produziert denn. Ja, aber wieso soll denn Berlin Schweine gebrauchen? Nein, ach verdammt. Das war jetzt Unsinn. Wir machen hier die Schweinchen mal raus. Keine Schweinchen bitte. Okay. Und jetzt will ich nochmal gucken, warum zum Henker Berlin Schweinchen haben will. Die haben keine Nachfrage danach. Und da ist auch nichts drin. Das versteht mal einer. Okay, gut. In der YouTube-Aufzeichnung mache ich einen Cut. Da sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut.